Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Ja, ihr habt es hier nicht nur mit einem YouTuber auf dem Kanal zu tun. Ihr habt hier die volle Spaßladung von drei YouTubern. Mir in Erwin, aka Taurus, der vor allem Singleplayer-Spiele spielen wird, wie jetzt GTA, Singleplayer-Modus, Story-Modus. Ja, ich weiß, ist schon ein älteres Spiel, aber ich habe das noch nicht ausgespielt und ich denke mal, es ist ein guter Einstand. Dann haben wir hier noch die Niki, die wird GTA RP spielen auf GVPM und wird euch das Leben eines Medics auf GVPM zeigen. Und wir haben noch den Slenderman, der euch vor allem PS4-Spiele zeigen wird, vor allem Fortnite und auch Apex und auch GTA RP. So, alles Weitere werden euch die anderen zwei sagen, was sie betrifft. Wir beginnen jetzt hier mit dem Story-Modus. Ihr seht, ja, hier geht es gleich einmal ganz krass zur Sache. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Listen up. What's he doing? Get these assholes in the closet. Ich will mich auch im Vorhinein schon einmal bedanken. Ihr macht diesen Kanal erst möglich. Ihr mit eurer Unterstützung, mit eurer Abos und eurer Donates. Wir werden versuchen, jede Woche ein neues Video zu erstellen. Vielleicht sogar mehr. Wir werden sehen. Auch ich werde PS4 Singleplayer-Spiele spielen. Und auch ich werde dementsprechend ab und an auch einen Livestream reinschmeißen auf den YouTube-Kanal. Ja, Leute, so wird's abgehen. So, ja, ich, wie gesagt, dementsprechend. Come on, call it in! So, jetzt zünden wir mal eine Bombe. Viele von euch werden wahrscheinlich sagen, GTA 5 habe ich schon so oft gesehen in der Singleplayer-Version. Ja, schon, aber wie gesagt, ist schon sicher länger her. Und ich denke mir, es ist ein guter Einstand. GTA ist derzeit wieder erster Platz auf Steam in den Verkaufscharts. Und dementsprechend denke ich mal, das Interesse an GTA, GTA RP ist riesengroß. Noch immer, obwohl das Spiel so alt ist. Aber auch die Grafik ist noch immer super. Dementsprechend. Ja, konstruktive Kritik ist auf diesem Kanal immer erwünscht. Nur solltet ihr irgendwie Dinge machen, aller, ja, ihr seid Idioten oder solche Dinge, werdet ihr ausnahmslos gefangen. Hier soll ein gutes Miteinander mit der Community stattfinden. Hier soll der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen. Und wenn man fehlt, dann fehlt man. Und wenn man nicht, dann ist das einfach lustig. Ja, es geht hier nicht um. Ja. Um den. Wir wollen ja spielen und wollen unseren Spaß haben. Dementsprechend. Fuck! Ja, GTA ist eine brutale Angelegenheit, wie wir hier sehen. Deswegen ist das Spiel ab 18. Ein klassischer Headshot. Ich kann euch sagen, ich spiele auch sehr gern Call of Duty auf der PlayStation. Auf der PS4. Black Ops taugt mir total. Mache ich hier sie nicht gerne. Ja. So. Entschuldige, ich bin ein bisschen, bin noch nicht ganz taufrisch mit der Steuerung, wie ihr seht. Ja. Aber ja, wir werden das schon schaffen. Wir werden da gemeinsam uns durcharbeiten durch diesen Singleplayer-Modus. Ja. Hier werden keine halben Sachen gemacht, wie ihr seht. Hier geht es echt böse ab. What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt zu Spielen, die ihr gerne sehen wollt auf diesem Kanal, dann einfach nur sagen. Ja? Wir können da jederzeit darüber reden, ist überhaupt keine Frage. Es wird heute auch noch ein Fortnite-Video online kommen. Wir werden jetzt auf jeden Fall von Slenderman noch ein Fortnite-Video sehen. Und ich denke mir, da werdet ihr einen Spaß haben. Das Ganze wird in Form eines Livestreams stattfinden von der PS4. Also Slenderman wird sehr viel PS4 spielen. Das ist einfach seines. Und warum drei YouTuber auf einem Channel? Es gibt noch nicht so viel und ich denke mir einfach, es macht Spaß. Ihr habt nicht nur einen YouTuber,
Aber ihr könnt euch wirklich drei YouTuber anschauen. Ihr könnt drei YouTuber den vollen Spaß bei drei YouTuber. Ja, dann werden wir da jetzt vorlaufen. Mit der Hoffnung, dass wir nicht sterben. Ja, ist halt alles nicht so einfach. What the fuck is this? Let's get out of here. You shouldn't have been a cop. Press forward. Ja, mein Aiming ist nicht das Beste, das seht ihr gerade. Ursprünglich bin ich eigentlich ein Konsolenspieler. Vor allem in der Region Rollenspiele. Da wird es auch einiges zu sehen geben von mir, da könnt ihr euch schon sicher sein. Vor allem neue Rollenspiele. Ich will euch nicht jetzt, obwohl es ein Klassiker ist, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich will euch sicher nicht mit Skyrim oder Witcher penetrieren. Obwohl, wie gesagt, sind zeitlose Klassiker. Ich selbst bin schon ein bisschen älteres Semester. Und dementsprechend ja. Ich habe Spaß am Spielen, spiele schon seit Jahren. Jahrzehnte eigentlich schon. Und ja, hier ist echt wilde Schießerei am Gange. Ja, das seht ihr schon. Wir werden die Cops den Arsch aufreißen! Wir werden uns von den Cops sicher nicht fertig machen lassen. Wir werden die Cops fertig machen. You in here, now. Weil wir sind gesetzlose Bastarde. Ist sich nichts gefallen. Ich hoffe, die Qualität ist gut von dem Video. Wie gesagt, ist das erste Video. Ich habe zwar ein paar Testvideos gemacht. Die haben an und für sich gepasst. Aber ich denke mir, das passt schon. Ja, wie ihr seht, die Cops, die geben keinen Frieden. Sie wollen uns killen. Sie wollen uns töten. Aber wir werden das nicht zulassen. Wir werden ein good old GTA-Manier diese Schweine töten. Haha, jetzt fahren wir mit dem Auto. Wir werden hier Gas geben. We move quick, we can beat the train. We're getting there. Cops, coming our way. Be cool, they ain't made this car yet. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Wenn ich nicht so viel Quatsch, ja. Nicht wundern, es geht einfach auch darum. Darum, dass ich mich da wieder konzentriere, dass wir nicht gleich dort bei der ersten Mission fehlen. Haha! Ja, geht ja. Ist schon eine eigene Geschichte. You guys alright? Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! So Leute, es geht weiter. Vielleicht nicht zu viel spoilern, aber sie werden uns nicht in Frieden lassen. Sie werden uns weiter angreifen. Ja, die Sniper. Ich hasse sie auch in Black Ops, die Sniper. No! Kill me, you pricks! I'm standing here! Finish me! Wahnsinn, wie viele Cops hier sind! Nicht normal, haben die ganze Polizeistation von sämtlichen amerikanischen Countries hierher geholt. Nicht normal. Hier sind mehr Cops wie in einem Donutladen. Und das ist schon schwierig. Fucking stay back! You come near me, you fucking dead! Stay back!
Grafisch muss man echt sagen, ist das Spiel immer noch ansprechend. Also wenn ich mir überlege, mancher neuerer Titel hat gar nicht so eine gute Grafik. Not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael is like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. So Leute, das war mal der Prolog. Ja, bei Zwischensequenzen werde ich euch nicht penetrieren mit meinen Gequatsche. Ja, ich denke mal, ja, vielleicht kennt es doch noch nicht jeder und ist nicht so uninteressant, wenn man sich die Zwischensequenzen anschauen kann. Dementsprechend, ja. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? Für die älteren Leute, die sich den Channel anschauen, der Typ da gegenüber, der Psychologe, schaut ein bisschen aus wie der Bob Ross für Arme. Fucking here! The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Boom. So Leute, jetzt starten wir in unserer Gangster-Karriere. GTA war schon immer ein cooles Game. Ich spiele es eigentlich seit den ersten Teilen. Das wird den jüngeren Zuschauern nicht viel sagen. Das war tatsächlich noch ein Teil, wo man von oben auf das Auto runter gesehen hat. Aber war zu der damaligen Zeit schon ein cooles Game. Und jetzt mit der Grafik einfach super. Shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right.
You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spit knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshitting. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Damn. Ja, wir können irgendwann einmal uns den Gag erlauben und auch vielleicht einmal GTA in der Ego-Perspektive spielen. Sicher kein Thema, ja. Aber derzeit will ich jetzt einmal aus der Third Person spielen. Ich denke mal, das ist weitaus besser. Like that? Bobby Big Aber Ego-Perspektive hat schon was. See it for real, homie? Man ist halt in der Ego-Perspektive doch weit besser drinnen im Game, ja. Und wenn ihr euch einmal GTA RP dann anschaut von der Niki, die wird einmal vielleicht auch Ego-Perspektive spielen. Ihr werdet sehen, dass ihr dann weiter intensiver in der Schule. So, Leute, werden wir mal Gas geben. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Ja, das Autofahren müssen wir noch üben, glaube ich. Das ist nur so eine Geschichte. Man muss auch sagen, dass sich die Sportwagen ziemlich schwammig steuern zum Teil. Aber ist nicht schlimm, wie gesagt, das Spiel ist echt. Okay. Hang a right there. Uh-huh. Let's show these movie people how we roll. Ja, der eine oder andere wird diese Mission sicher besser von euch gemacht haben. Und wird sich denken, Mann, was macht der? Was spielt der für eine Scheiße? Aber ja. Whatever you say. Aber wir lassen ihn nicht entkommen. Hey, look out for yourself, dog. Left here. Man, sorry, viel zu viel Gegenverkehr hier. Viel zu viel Gegenverkehr. Keep up, homie. Please, homie. Oh, shit. To the left, to the left. But I hear you. Mittlerweile haben wir schon fast am Totalschaden. Schade um das schöne Sportauto. You ain't even testing me. Hey, I commit you from the shoulders, homie. Right, homie. Okay. Scheiße. Wer hat den Bus hier auf die Straße gestellt? Why didn't I get here sooner? Your starter pack you gotta watch out, fool. Ja, wir sind ein Bad Boy. Ist egal, ob du hier im Weg herumstehst. Wir mähen alles weg. So. Scheiße. Ich fürchte. Wir müssen nur mehr Parken nehmen, Lamar. Müssen wir das irgendwie erfolgreich hinbringen, dass wir dort noch hinkommen. Schon wieder im Weg. Alter! Geh weg! Hahaha! Sagt er ja. Total Jump. I show you how to move something, nigga. Oh shit, the one time! Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Gang crime is on the rise.
politicians are blaming the lack of media coverage and sensationalism. So, und ab. Und das sind die Bullen für die Spiels. Die Bullen werden uns nie bekommen. Wie ihr seht, fahren ist einfach eine Übungssache, ja. Was mich interessieren würde von euch, schreibt mir bitte in die Comments, ob ihr alle den GTA Singleplayer-Modus schon kennt oder ob es wirklich noch Leute gibt, die ihn nicht kennen. Mr. Formage, who is believed to have amassed a fortune of several billion dollars, wept on the steps of the courthouse. I'm Carl Kelly. Markets were volatile as the BOSAG index went into freefall and then got hit hard before a late rally had everyone really confused. If you want to understand, look out! Mounting bulls and riding bears. Weasel News, confirming your prejudices. Wäre echt lustig, wenn ich hier einen Counter gebe, wie viel Autos man schon zerstört. Ich glaube, da wären wir an erster Stelle. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Like da. The yak, bro, hanging out the hat like all my bitches bad, so I'm dick to the act, right? Whoa. Scratch like a cat fight, blowing loud, bro, burner to my pack, right? These guys are low chicken, it's sex fit. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you, and I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl. Ja, hier haben wir noch ein paar Autos. Hey, you are all the same. Die wir verschrotten können. This racist insulted me. Hey, what's up, bull? What are you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, ich will aber jetzt are you das sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure, okay. Oh, brother. How about we fall through, homie? Leider können wir das Auto nicht mehr verwenden. Fürs Erste. Wir müssen leider... Ah, ja. Aber wir haben ein neues Auto zum Verschrotten, Leute. Das werden wir sicher erfolgreich schaffen. That's Mary Doll Larry, bitch. Better than whatever makes the fairy tale play. This chump change. I'm gonna knock a bad, grown, and sexy bitch if I ain't got a fat peas eye. Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that. Don't test me coming for you and then let's play this game. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex. We had a girl about me, bad for the peas. That's exactly how I like wrong with. Reinhauen und vielleicht trotzdem die eine oder andere Call of Duty Black Ops Runde auf der PS4 streamen. Entweder Livestream oder wirklich ein Video hochladen. Shit, it's good to be home. Muss ich mir noch überlegen. What's up, y'all? It's your partner, Big Boy. That's right, we banging here, man. We banging stuff right here. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work.
Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha called your dog ass and she don't stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Fucker. What? Oh, motherfucker. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Aber auch unsere Figur in GTA braucht mal Schlaf. Ich denke mal, vor allem die jüngeren Zuseher, so wie sein Zimmer ausschaut, glaube ich, schauen viele Zimmer aus. Von den jüngeren Zusehern. I'ma have a gentleman calling later, so make yourself scarce. Atomic Blimp Services, how can I help you? Do you got any blimps available right now? I'll send one out to you right away. All right, sounds good. Hope it works out for you. Goodbye. Are you cooking for me tonight, boy? Franklin! Hey, what's going down, homie? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Hey, girlfriend. Jetzt holen wir mal unser Auto. Wir werden einmal den ersten Job annehmen. To make sure it's not just yet. San Andreas, water and power. Here we go, 106.1 Radio Los Santos. The number one station. 25 years of being ahead of the game. Number one for hip hop. Yeah. Struggling. Pain, struggling. Pain. Evil saints in my brain. So. Naja, Leute. Verkehrsregeln gelten für uns nicht. Scheiße. Alles in Grund und Boden. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are Employee of the Month. Huh? Anyway, congratulations. It
wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Der Typ sagt nichts anderes. Hallo, ich will dich für die Scheiße arbeiten haben. Franklin here has been und wenn du grippierst, ist es mir auch wurscht. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. What we waiting for? So Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Das ist einmal die erste Folge GTA Story Mode. Morgen wird die nächste Folge, wahrscheinlich wieder so um diese Zeit, werde ich sie online stellen. Heute wird es, so der Plan war wird, ja, eine Folge Fortnite geben, vermutlich ein Livestream von Slenderman, eher in ein, zwei Stunden, ja. Wie gesagt, wir sind noch am Aufbau des YouTube-Kanals. Ich danke euch fürs Zusehen und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt in den Kommentaren, was euch taugt, was euch nicht taugt. Konstruktive Kritik ist in den Kanal immer erwünscht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen. Euer Erwin Akataurus.